So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, denn Giratina ist zurück, obwohl es die ganze Zeit da war. Wir befinden uns gerade im Wildgehege. Hier neben mir ist die Arena. Ich möchte euch mal was zeigen, wie schön es hier wieder aussieht. Alles schön herbstlich, guckt euch das an. Da hoch könnt ihr wandern, ja, da hinten ist ein Spielplatz. Ganz da hinten ist die heilige Grundkansel. Da musste ich sonst immer den ersten Raid machen. Wir befinden uns jetzt aber hier beim Eingang vom Wildgehege. Hier ist so eine super Tafel und eine Fütterungsstelle. Da könnt ihr mal Äpfel reinwerfen, lasst die Leute hier das Viehzeug füttern. Hier sind noch ganz viele Kastanien. Das sieht richtig herrlich aus. Wenn ihr Kastanien sammelt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich suche mir jetzt aber einen Platz, wo ich die Kamera aufstellen kann, wo ich euch vorlesen kann, wen wir einladen zum Community Raid. Ab 10 Uhr hat nämlich auch das Halloween-Event Teil 2 begonnen. Das heißt, bei mir sind überall Schatten in der Nearby-Liste. Aber da vorne stehen Tische, da wandern wir jetzt mal hin. Hier ist auch ein dicker, fetter See. Wer aufmerksam die Videos guckt, wird das wahrscheinlich alles schon kennen. Hier seht ihr nochmal den See, beziehungsweise, weiß ich nicht, Teich, irgendwas. Da schwimmen sogar Enten drauf rum. Da liegt lauter Laub drin, da sind auch Äpfel drin. Und hier vorne sind Tische, da werden wir jetzt hingehen. Wir werden uns dahin pflanzen. Durch das Laub durch. Das ist so herrlich. Überall durchs Laub zu fuseln. Wir dürfen natürlich nicht so weit weg, sonst kommen wir nicht mehr an die Arena ran. So, wir sitzen jetzt hier an dem Tisch. Das ist nämlich sehr gut, dass man hier sitzen kann. Hier habe ich mit der Mama damals auch ein Bier-Tasting gemacht. War es ein Bier-Tasting? Ja, wir haben ein Bier-Tasting gemacht und sind dann wieder heimgefahren, weil wir richtig krank sind. Woran erkennt ihr natürlich den Unterschied zwischen der Urform und der Wandelform vom Giratina? Denn 10 Uhr sind die neuen Eier gekommen, jetzt habt ihr die fliegende Made. Die Wandelform ist, wenn ich meinen Cappy falsch rumtrage, mit dem Schirm nach hinten so rum. Und weil die Urform da ist, was nichts mit einer Uhrzeit oder einer Uhr zu tun hat, sind ja keine Zeiger dran, sondern das von ursprünglich kommt, tragen wir extra bei der Urform das Cappy nach vorne. Weil früher hat man Cappys so getragen, ja, so richtig genial, das sieht sehr gut aus, muss ich schon sagen. Ursprünglich trägt man die Cappy so, mit der Zeit hat sich das gewandelt und man hat sie dann so getragen. Fred Durst hat es vorgemacht, aber weil wir bei der Urform sind, machen wir das so. Hier sitzt die Arena, ihr seht in der Nearby-Liste, sind überall nur Schatten, weil Irbis gibt es mit Kostüm als Shiny, Vulpix gibt es mit Kostüm als Shiny, Gengar im Raid im Dreier mit Kostüm als Shiny, da wollen wir heute Abend 18 Uhr Raids machen. Ich möchte euch jetzt aber erstmal zeigen, wen wir zum Community Raid einladen. Das poste ich ja immer auf dem Kanal im Community Tab, 12.10 Uhr, Giratina Urform Community Raid, Ramses der Dicke und Samyang Bulldog laden ein. Und wenn wir auf die Kommentare gehen, nach Neueste zuerst, sehen wir auch, wer sich zuerst eingetragen hat. Auf dem Ramses Account nehme ich mit Max, Jenna, Ivar Schaf, also den Hannes, Pogehander und Tryharder Kingo. Und auf dem anderen, im Samyang, muss ich nehmen Jojo, Miku, Captain Jason Loll, Flexmann und Hikaru. Flexmann und Captain Jason Loll musste ich adden, deswegen ist es immer wichtig, dass ihr euren Trainercode und euren Namen hinschreibt. Flexmann ist zwar auf dem Ramses-Account, aber ich möchte ja 5 und 5. Und wenn ich die 5 schon habe, die ich da habe, und dann mit dem anderen, ist es wichtig, dass der andere auch da drauf ist. Deswegen immer lesen, wenn da steht Trainername und Trainercode, schreibt das auch wirklich hin. Schreibt nicht, wir sind schon Freunde. Das wird nichts. Das sind Regeln für alle. So, habe ich jetzt hier geedit. Gehe jetzt hier zurück. Im Community-Tab findet ihr auch nochmal eine Übersicht über das Event. Was es neu als Shiny gibt, was es sonst so gibt, was es aus Eiern gibt, was es in Feldforschungen gibt, was mit der Musik ist, was für Sticker hin und her. Und ihr habt auch eine Übersicht von Giratina nochmal. Ist immer noch ein Geist- und Drachen-Pokémon. Wir nehmen also eigentlich dieselben Konda wie beim letzten Mal. Gegen die Wandelform, nehmt wieder Geist und nehmt Drache gegen das. Ihr könnt auch Unlicht nehmen, wenn eine Despoter-Armee hat, kann damit auch was machen. Genau wie bei Mewtwo. Nehmt Unlicht, nehmt Geist, nehmt Drache, nehmt einfach irgendwas. Ich bin mal gespannt, was es mir vorschlägt. Ich habe jetzt als Buddy immer noch dieses Galamakabaya drin, das habe ich aus der Forschung bekommen als 100%iges. Und mir fehlt genau noch ein Raid, dann kann ich es entwickeln. Deswegen habe ich das jetzt als Buddy. So, mal gucken, ob es ein Shiny gibt, mal gucken, ob es was anderes gibt.
So, es ist 12.10 Uhr, wir gehen also mal auf die Arena drauf. Ich habe jetzt mir alle fünf in die Zwischenablage reingepackt, eingespeichert. Ich muss jetzt eine private Gruppe aber machen erstmal, während ich einlade. Haben jetzt hier Taubsies, Mettbrennt, okay, laden jetzt mal hier drüben ein. Und hier auch, was haben wir hier? Captain Flexikaru Jojo Miku und hier gibt's Max Pokehander Jenner Eiverschaf 3 Harder Nico. Nick, 3 Harder Nick. Wieso einfach, was heißt eigentlich Try Harder Kingo? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Ich kann euch auf dem Kleinen mal vorlesen. Es schlägt vor Knackrack, Gengar, Marmutel, Granbull, Dragoran, Marmutel. Ich lasse das Team einfach jetzt so, wie es ist. Wichtig ist aber, dass ich einen Pokémon noch nehme, was nicht doppelt ist, weil der auch eine Aufgabe hat für einen Levelaufstieg, dass der mit einem Team von 6 unterschiedlichen Pokémon 30 Raids gewinnen muss. Mit dem möchte ich ja heute Abend den Gengar Shiny Hunt machen. Jetzt ist das also da. Es hat 6 unterschiedliche und beim Hauptaccount seht ihr, ich mache es jetzt mal öffentlich, haben wir Mega Hundemon. Also Hundemon, was ich mega entwickeln könnte. Trigefalo, Bruderlander, Trigefalo, Trigefalo, Trigefalo. Gut, ist Unlicht, ist Unlicht, ist Drache, ist Unlicht, ist Unlicht, ist Unlicht. Wir lassen es einfach mal so drin. Ich finde, die Vorschläge haben sich deutlich gebessert. Früher hat es dir irgendwelche Sachen vorgeschlagen nach dem Motto, das hält viel aus und hält lange durch. Und dann hat dir das immer Chanera und Relaxo rein. Die haben keinen Schaden gemacht. Aber haben natürlich den ganzen Kampf überstanden, dann war die Zeit abgelaufen und ihr habt verloren. Wichtig ist aber, dass die Dinger Schaden machen, auch wenn das Glaskanonen sind. Deswegen, wenn das hier drüben Gengar vorschlägt, ist das sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv, fällt aber natürlich selber auch schnell um. Wir haben jetzt, glaube ich, alle eingeladen. Jojo, Miku, Hikaru, Max, Flexmann, Jenna, Pokehander, 3, Hader, Hegel, Dusi, 4 Pro, Jenna, Iver, Schaf. Wenn noch jemand gefehlt hat, schreibt es mal in die Kommentare. Wir hauen jetzt hier drauf mit, was macht man denn? Knirscher, Schmarotzer. Ich drücke mal auf Knirscher und hier drüben haben wir Wutanfall. Das passt, der Drache hat wenigstens eine Drachenattacke. Hätte auch sein können, dass das Knackrage auf dem kleinen Account Erdkräfte hat oder Sandsturm. Nee, er hat Wutanfall, also passt. Ihr seht, das geht auch relativ fix. Ich glaube, das ist auch ein Teil, was man im Duo gut besiegen kann. Also habt keinen Schiss, wenn ihr in der Lobby seid und ihr seid dort 3-4 Mann, ihr habt aber ein paar gute Konter dabei, probiert es ruhig mal aus. Lennart, Benjamin, die werden das wieder alle im Duo machen die ganze Zeit. Wir machen übrigens am Sonntag Raids für Zuschauer mit Giratina, 10 bis 15 Uhr. Wer also noch Shiny sucht, Bonbons braucht, 100er, der kann gerne am Sonntag einschalten, 10 bis 15 Uhr, 5 Stunden lang Giratina Raids, jeder kann mitmachen, jeder wird eingeladen. Kommt einfach in den Chat, kommt in den Stream, ihr seht das dann schon, wie das abläuft. Und heute Abend nochmal Gengar Raids, ab 18 Uhr, bis 23 Uhr hätte ich Zeit. Ich will das Shiny, das heißt die Nudel macht ein paar Raids in der Hoffnung, dass es dann das Shiny bekommt. So, wir gucken mal kurz hier drauf. Kein Shiny auf dem kleinen 2075. Gucken wir mal hier, Captain Jason LOL, Dusel gehabt, letzter Angriff. Samyang Bulldog hat ein cooles Outfit, Jojo ist Reisender, der Nick ist kampfstark und Vorbro Jenner hat 40 Sekunden gekämpft. Das ist aber sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier ein Shiny haben. Nein, haben wir ein besseres. 2070 ist sogar noch schlechter. 2075 kann weg, 2070 bleibt hier. Wir nehmen es mal auf die Hand und wir gucken mal, wie gut sich das fangen lässt. Das fliegt ja wieder hier in der Gegend rum. Das andere stand wenigstens auf dem Boden. Das fliegt hoch, aber ich glaube, der Kreis ist trotzdem relativ groß. Ihr könnt eigentlich gut fabelhaft werfen. Braucht halt ein bisschen Übung, braucht halt ein bisschen Schwung. Hier wüsste ich gar nicht, ob ich warten soll, bis er seine Attacke macht oder ob ich einfach draufzimmer. Ich meine, ich habe ja genügend Bälle. Oh, der war schon wieder zu hoch. Der war zu hoch. Also, beim letzten Mal haben wir eine Challenge gemacht. Wir haben einfach fabelhaft geworfen und gesagt, wir werfen jetzt so lange einfach fabelhaft. Und wenn wir nicht fabelhaft treffen, dann müssen wir einen Shiny verschicken. Darauf verzichte ich diesmal, weil ich habe es ja eh schon verkackt, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Also macht das gar keinen Sinn. Wir hauen mal weiter drauf und wenn es jetzt aber nicht drin bleibt, versuchen wir uns mal anzustrengen. 13 Bälle haben wir noch. Das heißt, ich kann noch 3 Stück einfach so drauf schießen. Er ist aber gerade unten, er sitzt vorne. Das heißt, da darfst du nicht so doll werfen, nicht so weit hinterschießen, nicht so
aggressiv, einfach mit Gefühl, bisschen gemütlich unten. Er geht irgendwann wieder hoch, aber solange der unten ist, kannst du gemütlich werfen. Ein Hammer noch. Danach probieren wir es mal richtig, ja? So, der war auch wieder zu weit. Ich glaube, ich sollte nicht mit dem Zeigefinger curven, sondern mit dem Daumen drüben und einfach nur lasch in die Ecke werfen. Er ist aber jetzt drin. Ihr müsst gar nicht richtig gut werfen. Gut, wenn man nur 8 Bälle hat, dann sollte man doch alle 8 treffen. Normalerweise stellt ihr euren Kreis ein und werft dann immer, wenn er fertig ist mit dem Angriff. Das hat 15 Angriff zumindest. Das hat wenigstens 15 Angriff. 11, 11 ist jetzt nicht so krass. Was mir aufgefallen ist, es ist gut jetzt noch ein paar XL zu sammeln. Denn ich habe zwar hier dieses 100% Shiny Glücksgiratina auf Level 50. Ich habe dieses 100% Giratina auf Level 50, aber ich habe gemerkt, erstens könnte man sowieso noch ein paar von der Urform hochziehen. Ich habe noch eins. Wo habe ich es denn? Ich habe es nicht beschriftet. Warte mal, Giratina und 4 Sterne, das sehen wir nämlich. Wir haben 300er. Das ist auf 50, das ist auf 50. Das ist nicht auf 50 und wenn ich jetzt, nachdem die Raids alle weg sind, Giratina wieder verschwunden ist, das bleibt jetzt circa eine Woche, könnte ich das wahrscheinlich auch auf 50 ziehen, dann hätte ich 3 Giratina 100% auf Level 50. 2 in der Wandelform, 1 in der Urform. So, habt ihr schon ein 100% Giratina? Das war ja jetzt auch schon oft genug da. Oder ist das euer erster Giratina-Raid? Momentan, schreibt es mir in die Kommentare, Kairo lädt hier ein, zu einem Gengar-Raid mit Kostüm. Den werde ich jetzt leider nicht machen, ich muss heim das Video schneiden. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Wart ihr jetzt dabei? Wir tauschen wieder von der Urform zur Wandelform. Ich würde sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.